So, herzlich willkommen zu dem Turnier auf diesem Kanal, an dem ich auch selbst teilnehme. Das hier ist meine eigene Runde. Ja, erstes Spiel, wie schon im Video erklärt, Super Mario Bros. Ja, was soll man groß dazu sagen, nicht? Ist halt Super Mario Bros. Das erste Super Mario und ich muss jetzt in einer Stunde versuchen, so weit wie möglich zu kommen. Alles, was über eine Stunde hinausgeht, wird dann nicht mehr mitgezählt in diese, in die Wertung. Und es heißt also, es zählt nicht, wie weit ich war. Verdammt. Es zählt nicht, wie weit ich in dieser Stunde gekommen bin, sondern es zählt der weiteste Versuch. Das heißt also, wenn ich irgendwo in Welt 7 sterbe, nach der Stunde dann aber nur wieder bis Welt 3 komme, dann zählt nicht Welt 3, sondern Welt 7. Also eben, wie gesagt, mein weitester Versuch halt. So. Ja. Mehr gibt's da auch nicht dazu zu sagen. Dann geht er mal runter. Die Musik kommt mir gerade ein bisschen schnell vor. Aber naja, gut. Ich bin ja nicht Nintendo. So, ich versuche halt sehr viele Münzen mitzunehmen, damit ich auch möglichst viele extra Leben bekomme, damit ich ja halt möglichst viele Versuche habe. Spielprinzip sollte ja jedem klar sein, ne? Ja, was soll ich denn hier auch jetzt groß erzählen? Kannst ja nicht viel erzählen, das ist halt Super Mario. Fuck. So, da oben war ein extra Leben, das habe ich jetzt eiskalt vergessen. Ich glaube, in einer der Röhren hier, genau, in die müsste es nämlich noch reingehen. So, und hier, da ist ein Coinblock, genau. Da hinten war noch ein Münzblock, den nehme ich jetzt auch noch mit. So, dann sind wir ja auch schon fast, haben wir auch schon fast ein erstes, okay, das war halt knapp. Dann haben wir auch schon fast ein erstes Extra-Leben ergattert. So, die Warp-Zones sind übrigens verboten, sonst wäre ich da natürlich jetzt da oben reingegangen. Aber wie gesagt, die sind leider verboten. Was heißt leider? Die sind halt verboten. Habe ich ja auch selber mit festgelegt. Und die dürfen nicht benutzt werden. Ja. Damit man nicht allzu schnell durch das Spiel durch sind. Was heißt, also... Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier durchschaffe. Ich glaube eher nicht. Ich bin nicht so das Mario-Talent. Es gibt ja viele, die an dem Turnier teilnehmen, die mit Super Mario aufgewachsen sind. Aber das geht mir jetzt ja nun mal gar nicht so, weil ich nun mal gerade mal süße 16 Jahre alt bin. Und in meinem Geburtsjahr ist halt Pokémon rausgekommen. Und das war eben das Spiel, mit dem ich wirklich aufgewachsen bin, mit Pokémon Gelb und Pokémon zweite Generation, also Kristall hauptsächlich. Ja. Aber es ist halt ein NES-Turnier und das ist ja wohl mal das absolut klassischste Super Mario-Spiel, beziehungsweise NES-Spiel. Den größten Kultstatus hat heute wahrscheinlich Super Mario World durch die ganzen Hacks und alles Mögliche eben. Also, Super Mario World ist ja, glaube ich, heute das Super Mario-Spiel mit der größten Beliebtheit. Also zumindest, jawohl, das war ganz große Klasse. Das war richtig geskillt. Nee, also das, was heute noch von den Retro-Super Mario-Spielen die größte Beliebtheit hat. So. Also, ich denke, das kann man zumindest so stehen lassen, dass Super Mario World das absolut klassische ist. Das haben auch viele gesagt. Ich habe ja die ganzen Leute, die an dem Turnier teilnehmen, in der Skype-Konfi. Und die, mit denen habe ich mich da auch drüber unterhalten. Und die sagen halt auch, dass die meisten halt wirklich mit diesen ganzen... Oh, so ein Boss, das gibt's gar nicht. Dass viele halt
die den SNES bevorzugen. Viele sagen sogar, der NES wäre recht scheiße, von wegen schwammiger Steuerung und so, aber da kann ich nicht mitgehen, weil vielleicht gab es damit damals gab es wahrscheinlich einfach noch gar keine technischen Möglichkeiten, ey. Dann sollen sie aufhören, gegen den NES zu ragen, weil letzten Endes ist es der Vorgänger vom SNES und ohne den NES würde es den SNES nicht geben. Sagt ja schon der Name. So. Ja. Goombas töten, Münzen sammeln. Super Mario halt. So, geht's hier rein? Jawohl, Gangster. Nächste Welt ist dann, glaube ich, die Wasserwelt, oder? Ja, genau. Welt 2.2 ist die Wasserwelt. Das weiß ich noch. Von den ganzen Trainingsrunden, die ich alle so gemacht habe. Ich habe halt wirklich dafür trainiert, weil ich nicht in der ersten Runde ausscheiden möchte. Also das wäre für mich persönlich ein persönlicher Verlust. Oder zumindest ein persönliches Negativerlebnis, wenn ich das nicht mal die zweite Runde schaffen würde im eigenen Turnier. Oh yeah, wir haben 100.000 Punkte geknackt und die Punkte sind ja auch super wichtig bei Super Mario. Na dann, tauch mal ab, Digga. Die Welt ist relativ langweilig eigentlich. Also ich komme da, auch wenn ich klein bin, sehr gut durch, weil man im Prinzip einfach nur die ganze Zeit oben schwimmen muss. Einfach nur die ganze Zeit schwimmen. Und dann finde ich es halt immer ziemlich cool, wenn man dann so ganz knapp zwischen den Quallen und den Fischen hindurchkommt. Das macht echt Spaß. Hat man dann erstmal so einen übelsten halben Herzinfarkt. Weil man denkt, jetzt gehe ich drauf und dann kommt man da irgendwie noch zwischendurch. Genau so meine ich das. Ja, hier oben über die Koralle drüber und das war's auch schon. Menschenskinder, ist das alles spannend hier. Ich komme relativ gut durch. Ich habe gerade, glaube ich, 7 Minuten etwa gespielt. Und habe schon 6 Level hinter mir. Sehr gut. Ja, bin ich eigentlich ziemlich stolz drauf, sagen wir es so. Ja, diese Welt hasse ich einfach nur. Ich meine, ich bin in den späteren Welten, glaube ich, mehr gestorben, also besonders in Welt 5.2. Die Welt kann ich überhaupt nicht leiden. Oder, nee, andersrum. Also die Welt kann ich leiden, die Welt 5.2, aber da bin ich halt sehr oft gestorben. Und die Welt hier, da komme ich, die hat so ganz fiese Tücken, weil selbst wenn du den Fischen ausweichst, teilweise hast du noch das Gefühl, ja, ich springe auf den drauf, aber dann bist du ein Pixelchen daneben, na, und dann gehst du auf einmal drauf, ey. Und das ist verdammt nervig. Wenn es halt wirklich nur von irgendwie kleinen Millimeter-Pixeln abhängt, ey, da denkst du dir schon so, ficken, Alter, ficken. So. Also ich denke mir jetzt nicht ficken. Ist halt Super Mario, ne, da flucht man nicht. Da sollte man zumindest nicht fluchen. Ist auch irgendwie kein Spiel, wo ich finde, wo man frusten kann. Weil es halt... Eigentlich ist es ja nicht so ein schweres Spiel. Das Einzige, was halt ein bisschen nervt, ist, sobald du tot bist, ne, kannst du halt nicht mehr von Neuem anfangen. Aber das gehört halt dazu. Sage ich mir immer, das gehört dazu. Immer wenn es mich frustet, oh scheiße, ja, jetzt musst du wieder von vorne anfangen. Da denke ich mir so, ja, das wurde halt so wurde das Spiel nun mal programmiert, nicht? So, jetzt bin ich hier und jo, wunderbar. Ich war gerade schon wieder ein bisschen Herzrasen, weil ich jetzt echt nicht wusste, ob ich da gut durchkomme. Schon 2 Leben verloren, verdammt. Bin zwar immer noch im 3 Leben Bereich, aber ich habe ja schon wieder 91 Münzen. Oh, das war blöd.
Da hätte ich höher springen müssen. Aber das mache ich ja jetzt hier, komm. So, und jetzt gib Pilz. Ah. So, na? Ist hier was? Nope. Ist hier was? Wunderbar. So. So. Yay, Leben dazu. Wie war denn das? Ist hier irgendwie... War hier noch irgendwie... Da? Nee. Da, nee, okay. Wahrscheinlich auf der anderen Seite war vielleicht noch was, aber ist mir jetzt auch relativ egal. Gebe ich jetzt einfach mal einen Kack drauf, ey. Bildlich gesprochen, kacke ich da jetzt drauf. So, oh, da sind wir sehr gut durchgekommen. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Oh, wunderbar. Wunderbar, meine ich. Nicht wunderbar, sondern wunderbar. Das wird jetzt... Ah, es ging noch. Oh, da sind gerade irgendwie die Frames ein bisschen runtergegangen. Hm. Frames-Einbruch, nein! So, so. Und... Ja, das meine ich zum Beispiel. Das meine ich ein bisschen doof, wenn du B-Knopf drückst und rennst und dann reagiert er irgendwie nicht. Weiß ich aber nicht genau, womit das zusammenhängt. Ob das am Gamepad liegt, also ich vermute mal, es liegt am Gamepad. Und nicht am Emulator oder am Spiel. Weil ich meine, wieso soll das auch am Spiel liegen? Ich meine, es ist halt nur ein Emulator. So. Jawohl. Wunderbar erwischt. Wunderbar fast gestorben. Yo. Ich find's immer doof, wenn man solche trügerischen Sachen einbaut, weil es geht ja, wenn man mit dem Panzer schießt, dann sieht man ja, je länger man schießt, desto mehr Punkte kriegt man und irgendwann kriegt man ein Extra-Leben. Und wenn du dann den Panzer losschießt und rennst und denkst dir, boah, gleich krieg ich ein Extra-Leben, weißt du, und dann bist du irgendwann bei 8000 Punkten pro Gumba und letzten Endes kriegst du nur den Panzer wieder zurück in die Fresse. Das ist dann schon ein bisschen nervtötend, um es freundlich auszudrücken. Ich würde mal interessieren, ob es jemand mal geschafft hat, 99.000 Punkte zu bekommen in Super Mario. Das glaube ich bald nicht, ey. So, so. Die Welt mag ich eigentlich, diese Plattforming-Level. Wo da halt kein... Jetzt ist er gerade irgendwie wieder nicht gerannt. Hm? Diese Plattforming-Level, die mag ich eigentlich. Ich glaube, ich war auch kurz vorm Ende des Levels, oder? Ja, ich glaube schon. Das muss wirklich kurz vorm Ende gewesen sein. Na, das ist dann schon ein bisschen traurig, aber hey. Shit happens. Ja, genau, das war wirklich kurz vorm Ende. Ah, fuck. Naja, ich habe ja 3 Leben. Immer positiv sehen. Das Einzige, was ich halt wirklich will, ist weiterkommen, damit ich in der zweiten Runde Kirby spielen kann. Weil Kirby ist das Einzige von den 3 Spielen, die jetzt schon feststehen, welches ich vorher schon lieben gelernt habe. Nennen wir es mal so. Super Mario kannte ich ja vorher halt auch, aber ist halt nichts gewesen, was ich jetzt ewig gezockt habe. Und Kirby habe ich halt auch damals auf Game Boy gespielt bis zur Vergasung, also Dreamland 1 und 2. Und ich habe auch Kirby's Adventure für ein NES jetzt mal angezockt. Und es macht echt
ist ein schönes Retro-Feeling, ey. Also, ich freue mich auf jeden Fall auf Kirby und ich hoffe mal, dass ich weiterkomme, ey. Ich hoffe es echt. Zu verkacken ist keine Option. Oder Failure is not an option. Oder wie auch immer man es ausdrücken möchte. So. Jo. Ah, das war grad schön. Kann man vielleicht hier teilweise in die Röhren auch lacker. Das war grad echt schön gelackt, ey. So, kann ich? Kann ich? Jetzt mach doch mal Gamepad. Das liegt jetzt wirklich am Gamepad. Fuck, ey. Komm ich da unten jetzt nicht rein? Scheiße. Das ist ein bisschen blöd. Wahrscheinlich hätte ich doch klein sein müssen. Na, Lakito. Stress. Aber na gut, das war's auch schon. Für Welt 4.1. Also man merkt, ich habe jetzt nicht so das ultimative Super Mario Wissen. Ich hatte am Anfang wusste ich ja jetzt von zwei Bonusleben, wo zwei Bonusleben sind, aber das ist inzwischen jetzt auch wieder vorbei. Habe ich absolut keinen Plan mehr von, wo jetzt noch Bonusleben versteckt sein könnten. Also mache ich jetzt einfach nur freie Schnauze und versuche so weit zu kommen wie möglich. Das ist ja auch eine ganz gute Taktik, denke ich. So, tot. Aber ich komme echt gut durch. Also, finde ich persönlich. Ich bin jetzt inzwischen schon dreimal gestorben, aber mit drei Bonusleben ist es hier eigentlich zu verkraften. So, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich wirklich da oben lang. Weil man hat in dem Level später noch die Option... später noch die Option runterzugehen. Aber das hier ist natürlich auch gut. Also das nehme ich auch immer gerne mit. Also ich meinte, ich hätte, wenn ich oben gelangen gehen könnte, einen Teil des Levels skippen können, ohne gleich in die Warp Zones gehen zu müssen. So. Und ich will echt nicht in eine Warp Zone rein, weil da wäre dann mein Run hier ungültig und ich darf ja auch keinen neuen aufnehmen. Laut den Regeln ist es ja leider so. Was heißt leider? Ich sag mal leider, aber es ist halt so, nicht? Ich habe ja mehr oder weniger das Ganze entworfen. So. Ich würde sogar sagen, nicht nur mehr oder weniger, sondern ich habe das Ganze entworfen. Den anderen gezeigt und sie haben mal zugestimmt. Den ganzen Regeln. Und so weiter. Yeah, 400 Punkte. Geil! Freue ich mich richtig. Bin ich richtig happy. So. Welt 4.3, welche waren das? Ach, die. Die mit den Pilzen. Also ich vermute, dass das Pilze sein sollen hier. Die Musik ist halt schon klassisch. Zumindest dieses eine Lied hier. Die Höhlenmusik kommt mir immer ziemlich schnell vor. Du, du, du. Das ist natürlich auch gefährlich, wenn ich jetzt hier Frame-Einbrüche habe, teilweise. Also es sind halt wirklich bloß ganz wenige. Aber die können dann schon mal run-entscheidend sein. Nicht, dass ich dann hier nochmal ein Leben verliere, ey. Hätte ich jetzt keinen Bock drauf. So. Ich scheiße jetzt einfach mal auf die Punkte, ist mir relativ rille. Ist relativ einfach, oben. Oh Mensch, Feuerwerk für uns. Ist eigentlich ziemlich einfach, oben an die Stange zu kommen und 5000 Punkte einzuheimsen. Das ist ziemlich gut gemacht. Das kann man ja eigentlich bei jedem Level bisher, was wir gesehen haben, kann man das schaffen. Aber. Ja. Bei jedem kann man das schaffen. Aber da scheiße jetzt mal drauf, weil am Endeffekt kommt es noch auf meine Geschwindigkeit an. So. Und ich habe mir gemerkt, wie rum man gehen muss, um hier durchzukommen. Deswegen ging das jetzt auch gerade ziemlich schnell. Ich habe halt vorher echt
rumgerätselt, vor allem als ich kleiner war. Ich habe das mal irgendwann mit 10 oder so mal gespielt. Da bin ich an diesem Level da fast gescheitert. Da bin ich echt gescheitert an dem vierten Schloss. Und ich glaube, es kommt nochmal so ein Puzzle. So ein Puzzle-Schloss. Und da freue ich mich echt schon total drauf. Weil ich das ein bisschen blöd finde. Was heißt ein bisschen? Ich find's richtig beschissen sogar. So. So, Welt 5-1. 5-1 geht eigentlich noch, soweit ich weiß. Und ich habe eher immer das Verlangen zu gucken, ob da ein extra Leben ist, ey. Aber da ist leider keins. Aber hier geht's rein. Und das ist sehr offensichtlich, dass es da reingeht. So, wieder alle Münzen mitnehmen. So, jetzt müssen wir mal gucken auf die Uhr. Ich spiele seit 21 Minuten. Das heißt, es ist vielleicht noch Zeit für einen zweiten Run, falls ich den hier verkacke. Beziehungsweise, es gibt halt die Möglichkeit. Also ich weiß jetzt nicht halt, wie lang dieser Run dauert. Wenn ich gut durchkomme, dann spiele ich vielleicht 40 Minuten. Dann ist es klar, dass mir dann in den Minuten, die noch übrig bleiben, dass ich dann noch nicht so viel schaffe. Vor allen Dingen nicht, wenn ich hier so gründlich durchgehe, wie hier gerade. Oh! Jetzt wird gerade die Musik schneller, ey. Ich will nicht wissen, wie das dann sich bei der Höhlenmusik anhört, ey. Aber ich hab's ja wieder mal geschafft. So, Welt 5-2. Mein alter Feind. Ich hab's jetzt in den ganzen Training-Sessions noch nie in Welt... Also ins fünfte Schloss geschafft. So weit bin ich noch nicht gekommen. Ich bin entweder meistens an Welt 5-2 und an Welt 5-3 gescheitert. Hier, entweder da oder da oben. War doch. War da nicht? Ja, da war. So, scrollen wir mal eben. Ich hätte gedacht, man kann jetzt nochmal rausscrollen, aber es funktioniert nicht. Aber naja, gut, da habe ich halt einen Pilz geopfert. Ist mir eigentlich wert. Ja, stimmt, daher war doch was. So, das ist auch ziemlich einfach hier. Außer man passt halt nicht auf die Quallen auf. So. Das ist... Ja, das ist sehr einfach. Ja. Der Vorteil ist halt, wenn man das... Das war richtig kacke. Und das war gerade wieder richtig skilled, dass ich auf alle drei drauf gesprungen bin. War ziemlich gut. Und wir sind schon wieder bei 90 Münzen, das heißt, wir haben bald ein Level Up. Also nicht ein Level Up, sondern ein One-Up, weil es gibt ja halt keine Level. Ist halt Super Mario, Digga. So, und wieder ohne Leben zu verschwenden durchgekommen. Ich bin gerade sehr stolz auf mich. Ich glaube, das könnte der beste Run werden, den ich bisher in Super Mario gemacht habe. Da ist gerade irgendwas runtergefallen. Ich weiß nur nicht was. Also der beste Run. Ich sag immer Run. Das heißt Run. Muss man ja Englisch aussprechen. Also ich bin bestimmt schon mal irgendwann weitergekommen, aber seit dieses Turnier angefangen hat mit Training und so weiter, bin ich noch nie besser gewesen. Besser gewesen. Ja, da. Ich muss mir mal ein paar andere Themen überlegen, wenn ich sowas mache hier. Wo ich eh nicht so viel dazu sagen kann, weil letzten Endes kennt jeder Super Mario. Fuck. Letzten Endes kennt jeder Super Mario und weiß, wie das Spiel funktioniert. Also wer Super Mario nicht kennt, der ist wahrscheinlich einfach nicht im letzten Jahrtausend geboren worden, mindestens. Fuck! Fuck! Okay, das frustriert jetzt doch ein bisschen. Also wer das Super Mario Bros. Hier, das erste Super Mario Bros. Nicht kennt, der wurde wahrscheinlich nicht in diesem Jahrtausend geboren. Alter! Okay, jetzt werde ich aggressiv. Alter, so, ich konzentriere mich jetzt mal und sag jetzt nichts. Da klappt's auf einmal, ey. Fuck. Na dann. Ja, 5000 Punkte. Einfach, weil ich wütend war. Ha! Okay,
Okay, es hat mich gerade 3 Leben gekostet. Das war sehr ungünstig, finde ich persönlich. Da finde ich nicht nur persönlich, das ist einfach sehr ungünstig gewesen. Aber wenn ich jetzt hier drauf gehe, kann ich auf jeden Fall nochmal einen zweiten Run versuchen. Und es gibt dann auch durchaus die Möglichkeit. Töten. Kriege ich jetzt hier langsam Mordgelüste, ey. Okay, ich habe gesagt, Super Mario frustet nicht. Ich korrigiere meine Aussage. Ich bin tot, oder? Game over. 2. Run. Okay. Verdammt. Na, jetzt kommt, es gibt schon mehr. Okay, auf die eine Münze scheiße ich jetzt einfach mal eiskalt. Aber auf das Extra-Leben hier kacke ich nicht. Das nehme ich mit, auf jeden Fall. Bam, tot. Feuerblume. So. Hoch, 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 hoch. Fuck. Ist egal. Ist egal, ist egal, ist egal. Nix. Nix, nix. Hier auch nix. Alter. Mach mich nicht verrückt, Spiel. 4 Münzen bloß. Okay, na gut, ist zu verschmerzen. Das ist die Welt, SC Welt 1. Da wollte ich jetzt nur gerade einfach schnellstmöglich durchkommen. Um nicht ganz an meinen Fähigkeiten zu zweifeln. Aber ich tu's doch ein bisschen. Verdammt, ich bin klein, ey. Das wird jetzt anstrengend. Obwohl, nee, wir kriegen ja gleich am Anfang hier ein wunderschönes Pilzchen. So. Gleich beide Goombas getötet. Ich überlege gerade mal. Ich glaube, das erste Super Mario Bros. Gab's doch mal als Game Boy Color Remake. Genau, weil ich wollte nämlich gerade sagen, das kenne ich doch vom Game Boy. Genau, das ist. Da gab es mal ein Game Boy Color Remake, genau. Daran erinnere ich mich noch. Da hat sie nämlich, glaube ich, so eine richtige Karte, wo dir angezeigt wurde, in welchem Level du dich befindest. Ja, ja, genau. Ich glaube, so war das in dem Remake. Aber ich weiß es natürlich nicht mehr so genau. Ist halt alles schon ewig her. 6 Jahre, mindestens. Na, ja, ficken, ist jetzt egal. Na komm, geh schneller vorbei, Zeit. So, auf geht es. In Welt 1-3. Na dann. Tot, hüpf. So. Ich will da hoch, ich will die 3 Münzen jetzt haben. So. Darauf bestehe ich jetzt. Aber sonst bestehe ich da jetzt drauf. So. Jetzt hier nicht wieder das Springen verkacken. Nein, diesmal sehr gut durchgekommen durch die Sprungpassagen. Hüpf, hüpf, hüpf. Ja, 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 ja. So, wunderbar. In die Fresse, Digga. Aua, ich hab den Kopf gestoßen. Okay. Das hat weh. Das hat weh. 4 Leben. Wow, war das gerade knapp. Das war gerade richtig knapp. Okay. Das nervt gerade einfach nur. So, 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 so. Da war eine fucking Münze. Da war eine fucking Flamme. Egal, 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 egal. Tot. Bam, in die Fresse, Bowser. But our princess is in another castle. Castle, castle. Nee, Castle heißt das. Alter! Mario, was machst du für eine Kacke?
kann nichts, der Homo, ey. Scheiß Klempner. Mit seinem grünen Schnauzbart. Ja, ich glaube, der, also in, hier sieht er irgendwie wirklich gerade sehr olivfarben aus, der Schnurrbart, und nicht mehr so schwarz, wie er später ist. Aber das hängt wahrscheinlich mit, ich würde gerade sagen, das hängt wahrscheinlich mit der Farbgebung des NES zusammen. Aber hier sieht man ja auch an den Bodentexturen, an den Goombas, die Farbe schwarz ist ja eigentlich möglich. Aber, naja, vor allem sieht man es im Hintergrund. Aber irgendwie ist trotzdem, ach so, der wird wahrscheinlich olivfarben sein, ja, damit man ihn vor schwarzen Hintergründen sieht. Das ist natürlich auch eine mögliche Erklärung, weshalb er nicht rot-schwarz, sondern rot-oliv gekleidet ist. Ich glaube, in Super Mario World und so weiter gibt es dann, gibt es dann auch gar keine schwarzen Hintergründe mehr. Da ist ja dann der Schnauzbart auch richtig schwarz. Und selbst wenn es schwarze Hintergründe gibt, ich weiß nicht, ob Mario Randtexturen da hat, also ob er so einen richtigen Rand hat, aber wenn, dann ist er ja, glaube ich, schwarz. Jetzt mach dich schon da hoch, du dämlicher Spacko. So. Nee, also die, wenn es in Super Mario World Randtexturen gibt, dann sind die wahrscheinlich auch schwarz. Aber hier, ja gut, hier sieht man es jetzt, ne? Also wenn Mario jetzt schwarz wäre, da würde man ihn vor solchen schwarzen Hintergründen wirklich kaum sehen können. Und da haben die NES-Entwickler schon was Gutes getan. So, also nach zwei Runs, ja, ist dann die Zeit auch vorbei, die ich habe, also die eine. Ich klatsch gleich was. Also gleich kommt was geflogen. Ganz ernsthaft, ey, das kotzt mich gerade so an. Hoch, hoch. Ne, nicht hoch, hoch. Jetzt muss ich hier auch noch richtig mir Sorgen machen um das Level oder was. Sonst war das immer so ein Luxus, ja, einfach durchschwimmen, schwimmen, 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 schwimmen. Und jetzt auf einmal so eine Kacke. Fuck. Das kotzt mich gerade richtig an, dass ich da gestorben bin, ganz ehrlich. Also wirklich. Hat Mario richtig verkackt, Alter. Weil er einfach nichts kann, der Mario. Nichts kann er. Der Arsch. So, was kommt jetzt für ein Level? Ach, nee. Ach so, das. Nein. 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 Nein, 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 nein. Verdammt. Nein. Aha, das war gerade so knapp. Das meine ich. Können die nicht mal unter meinen fucking Arsch fliegen? Anstatt dass sie. Ich habe, glaube ich, am Anfang irgendwann gesagt, das Spiel frustet nicht, oder? Aber jetzt hier gerade wirklich, Alter, das. Ich komme nicht klar drauf, Alter. So, hier, jetzt rushe mal durch, Mario. Das mit dem Springen kriege ich wunderbar hin. Das ist absolut kein Problem, ja. Aber diese fucking fliegenden Fuckfische, die kotzen mich an. So, jetzt habe ich bestimmt zu wenig Leben für den späteren Verlauf des Spiels. Und mir fällt gerade auf, ich habe in Welt 1-2 das Bonusleben vergessen. Wunderbar gemacht, Alter. Wenn ich nicht so dumm gewesen wäre, hätte ich doppelt so viel Leben, ey. Fuck. Ich bin gerade nur am Rumfluchen, oder? Dafür hatte ich damals, also was heißt damals, gerade im ersten Run, da meinen ersten Tod, ne? Und jetzt bin ich hier gerade ohne Probleme durchgekommen. So, hier drüber. Ey, vielleicht bin ich am Ende sogar noch groß nach dem Bowser-Kampf. Ja! Wow, ich hab's mal groß geschafft, durch ein Schloss durch. Ist auch eine Seltenheit bei mir. Oh, guck mal, wir sind gleich gekleidet. Thank you, Mario, but our princess is in another castle. Fällt gerade so auf, wenn Mario seinen roten Feuerblumenanzug trägt, dann ist ja auch sein Schnäuzelbärtchen und seine Frisur rot. Das glaube ich dann in den
SNES-Teilen nicht mehr so. Ich überlege gerade, was waren die NES-Marios? Super Mario Bros. 2 war, glaube ich, das mit dem Rupfen. Also, wo man hier Rüben und sowas aus dem Boden ziehen musste. Ja, die hilft mir voll viel. Und Super Mario Bros. 3 war ja dann mit dem Blatt und den ganz vielen verschiedenen Welten, wo man halt am Ende in das Schloss reinkam und dann war da so ein fliegendes Schiff und so weiter. Genau, das war Super Mario Bros. 3. Stirb! Du auch. Ja, wow. Ganz großes Kino, genau. Und Super Mario, was kam dann für ein SNES? Super Yoshi's Island. Dann Super Mario All-Stars natürlich, was Super Mario Bros. 1, 2 und 3 sowie Super Mario Bros. The Lost Levels vereint. Lost Levels war, glaube ich, einfach nur genau der gleiche Look wie Super Mario Bros. 1, aber halt andere Level. Halt quasi die neue, ich nenne es mal Maps oder wie ein Hack. Aber ich glaube, das war offiziell Nintendo. Beziehungsweise irgendwelche Sachen, irgendwelche Level, die es halt nicht ins Originalspiel geschafft haben. Aber da bin ich mir absolut nicht sicher, ne? Also, verklagt mich, falls ich es nicht richtig weiß. Oder beziehungsweise verklagt mich nicht, ich kann mir nichts leisten. Ja, da haben wir gerade wieder Frame-Einbrüche. Und zwar massive, die irgendwie gerade auch nicht weggehen. Jetzt sind sie wieder. Jetzt ist wieder normal. So, das war nicht gewollt. Sowas ist halt blöd, wenn man über Emulator spielt, genau. Dann verpeilt man nämlich den Stern und verliert seine Größe. Was ich... Jetzt hasse ich den Emulator. Das ist halt das Blöde, wenn man über Emulator spielt und keinen ordentlichen Rechner hat. Ich hab halt bloß einen Laptop. Und vor allem das Problem ist halt, dass der Kühler des Laptops auch noch kaputt ist. Weswegen die Leistung nochmal massiv runtergeschraubt wurde und dabei jedem kleinen Fitzelchen Leistung mehr. Der schafft teilweise Spiele aus 2002 nicht. Weil er dann einfach irgendwann sich sagt, nee, ich bin zu heiß, ich fahr jetzt einfach runter. Und dann macht das Spielen und Let's Playen irgendwann dann auch ganz ehrlich keinen Spaß mehr. Naja. Wunderbar, das war grad sehr gut geskillt. Jawohl, Leben dazu, ganz groß. Ist gerade meine Wut ein wenig gelindert. Wenn ich jetzt nicht auch nur noch so blöd bin und bei irgendwelchen Sprungpassagen verkacke, fällt mir gerade so auf, ne? Ich verkacke eigentlich ganz selten bei Sprüngen und wenn, dann nur, weil die Steuerung irgendwie nicht reagiert und ich eigentlich B gedrückt halte, aber irgendwie B nicht mag. Aber ansonsten komme ich durch die ganzen Sprungpassagen ziemlich gut durch. Ich merke gerade auch, ich habe das bis hierhin gerade in einer Viertelstunde höchstens geschafft, in 13 Minuten sogar. Bin ich auch sehr zufrieden mit mir. Das bedeutet also, ich habe noch 20 Minuten, um so weit zu kommen. Schon wieder die Frames, wartet mal eben ganz kurz. Ich mache das Ganze mal ein bisschen kleiner. Na? Nestopia funktioniert nicht mehr. Es wird nach einer Lösung für das Problem. Wisst ihr was? Ich reich den Run ein, den ich vorhin hatte. Diese Welt 5-4 oder so. Ich will jetzt nicht nochmal extra neu aufnehmen und wir haben ja eigentlich auch gesagt, es zählt der Run, wie wir weit eben in diesem Run gekommen sind. Und falls Nestopia da sagt, nö, du nimmst nicht weiter auf, dann vertraue ich halt auf Nestopia und sag mir, ach scheiß drauf, dann reiche ich halt den ein.